Ja, richtig. Wir sind gerade im UN und laufen ganz schnell weg. So, Krieger positionieren sich schon zum Eingang. Da, da, da. Und kommt er? Nö, anscheinend nicht. Wäre ja auch zu einfach. Na gut, dann stürmen wir mal. Geronimo! Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei Okay. der Sache. So, du wartest erstmal, bis er sich teleportiert hat. Wo bist du? Ja. Der Kampf kann jetzt nervig werden, wenn er sich immer hin und her teleportiert. Aber jetzt müsste er eigentlich hier reinkommen. Sobald wir ihn sehen, können wir gleich drauf schleudern, schießen, feuerballisieren, was auch immer. Wenn er denn reinkommt. Ja, wir machen es mal anders. Düna hier läuft vor. Und sobald sie ihn sieht, benutzt sie ihren. Oh, oder auch nicht. Lehmenstab. Magisches Geschoss. Und Feuerdingensstab. Der Rest stimmt drauf. Er hat noch zu viele Spiegelbilder. Wo ist er jetzt? Wieder da oben. Da sollten vielleicht gleich alle mal dahin gehen, wenn er sich immer wieder dahin teleportiert. Das war. Unverwundbarkeit. Nee, Magiewiderstand wäre jetzt ganz nett. Verwirrt? Wer ist verwirrt? Immun ist verwirrt. Ja, das ist okay. So. Du, genau, rauf da, rauf da, rauf da. Und da er jetzt keine Spiegelbilder mehr hat, können wir auch die magischen Geschosse. Quatsch, den Lähmungsstab mal benutzen. Obwohl er ist ein Geist, ne? Naja, die Düsterschrecken oder wie die hießen, die draußen für 4000 Erfahrungspunkte, die konnten wir auch lähmen. Also ja, probieren wir mal. Und du benutzt wieder. Der. Nee, hat diesmal nicht geklappt. Okay, magisches Geschoss. Das müsste ein paar von denen auflösen. Immun ist immer noch verwirrt. Du. Kann man damit Verwirrung auflösen? Eigentlich nur Furcht, ne? Aber ein Versuch ist es wert. Nö, geht nicht. Dann versuchen wir mal zu fürchten. Also zu vieren. Und noch ein neues magisches Geschoss. Na komm schon, warum kommt da nichts? Magisches Geschoss auf ihn. Und du? Dein Stab auf ihn. Was war das? Geist. Nee, unsichtbarer Pirscher. Oh. Trotzdem alle auf ihn. Denn er kriegt gerade gut Schaden. Und da war gerade ein Angriffsspruch, der unterbrochen wurde. Ja, nee, der muss jetzt durchgehend Schaden bekommen. So ein Spruch, der gleich ein Feuerball oder dergleichen. Ich sehe da schon kommen. So, gleich wieder rauf. Du schießt so lange. Ja. Und Angriff. Und der Pirsch hat bisher noch fast gar keinen Schaden gemacht, oder kam mir das nur so vor? Ah doch, du kommst dran. Ich wollte gerade sagen, die stehen normalerweise irgendwo dahinter und können nicht angreifen, machen aber auch nichts. Immun ist immer noch verwirrt. Aber wenigstens greift sie keinen von uns an. Und verbraucht die tollen Pfeile. So. Das war ein ganz schön zäher, unsichtbarer Pirscher. 3000 Erfahrungspunkte. Obwohl er beschworen wurde. Na gut. Dahin. Und Immun guckt nach Pfeilen. Er hatte ja nichts dabei, aber der Pirscher hatte was dabei. Okay. Beschworene Kreaturen, die Erfahrungspunkte bringen und Loot. Den Zauberspruch sollte man mal lernen, ha? So, 45 Gold. Na gut. So, hier sind ein, zwei Schränke.
Das war's. Also Immun bleibt vor den Schränken stehen und sucht. Und der Rest. Ne, und Gerugon geht mal weiter und guckt nach neuen Räumen. Ja, speichern. Eine Falle hätten wir schon mal. Habe ich erwähnt, dass ich enge Räume nicht mag? Falle entschärft, das ging ja schnell. Trank, Trank, Trank. Das sind aber, glaube ich, Tränke, die wir guten Gewissens verkaufen können. Und was mit dir? Nur ein bisschen Gold. So, dann stelle ich mal da hin und suche nach Fallen. Oder dahin besser. Und der Rest rückt schon mal auf. Dann geht's nachher noch da lang. Okay. Noch eine Küche. Ganz schön dekadent, in jeder Etage eine Küche zu haben, oder? Aber auch hier ist doch da. Schon Gold. Also so was magische Gegenstände angeht, haben wir bisher noch gar nichts bekommen, ne? Aber na gut, wir sind jetzt auch erst im dritten Stock. Wie viel auch immer Stockwerke der Turm hat, nach oben. Und so eine Schutzruhen braucht man bisher auch noch keine. Nee, Quatsch, nicht Schutzruhen, sondern diese Portalsteine, wie hießen die? Schlüsselsteine, genau. Zwergenrune, erster Schlüsselstein. Ein echt aussehender Schlüsselstein mit Zwergenrunen. Er könnte eine ganze Menge Funktionen haben. Eine Funktion zu wissen, würde mir schon mal reichen. So, Fallen, bist du noch ein Geist? Sprich du mal mit dem. Ihr benötigt etwas, Fremde? Keinen Schritt weiter. Nennt euren Namen und was ihr an diesem Ort wollt. Ich bin hier, um den Turm zu plündern. So direkt würden wir das nicht ausdrücken. Aber ja, eigentlich schon. Beruhigt euch, Freund. Ich will nicht mit euch streiten. Wir scheinen auf das Gleiche aus zu sein. Können wir uns diesen Turm nicht einfach teilen? Ha, an dem Tag, an dem ich einen Verliesräuber abnehme, dass er seine Beute teilen will, schneit's in den neuen Höllen. Streift herum, wo ihr wollt. Und wenn ich jemals eine Münze von euch erhalte, wird mich das sehr überraschen. Na gut, der ist wohl auch dasselbe aus wie wir, aber er ist nicht aggressiv. Soll uns recht sein. Aber vielleicht hat er einen Schlüsselstein. Ah, noch eine Falle, die wir nicht entschärfen können. Wir können auch einfach jemanden da ran schicken. Minsk, komm mal kurz her. Und mach mal das da auf. Immun, geh weg. Brech es auf. Krieg einen Wutanfall. Brech es auf. Achso, der Wutanfall erhöht gar keine Stärke. Ja, das wäre wieder die, wie die Berserker-Wut bei den Barbaren. Na gut, der muss Immun wohl wirklich versuchen, das einfach so zu knacken. Nee, kann sie auch nicht. Man kann die Falle nicht mal wissentlich auslösen. Das ist natürlich doof. Na gut, merken wir uns. In der Etage ist eine Falle an der Truhe und da ist noch was drin. Oh. Man muss nur meckern, schon bekommt man magische Artefakte. Und da war noch eine Rüstung drin. Ja. Döner hier. Kann uns nicht sagen, was das ist, weil sie zu weit entfernt ist. Achso, ja. Gruppe sollte man nachrücken. Außerdem hat sie ihren Identifikationszauber ja schon bei der Zwergenrune verbraucht. So, das zu Döner hier. Und die ganzen Sachen können wir zu Gerwan. Oder zu Khaled. So. Kettenhemd plus 1, das kann verkauft werden. Das wird auch ein Schutzamulett plus 1 sein. Wir müssen unbedingt dran denken, eins von den Dingern müssen wir behalten für den Jungen.
wenn wir ihn jemals finden. So, und da war noch was drin. Genau, Schnelligkeitstrank. So, hier ist nix. Immerhin vor. Da ist eine Sackgasse. Komisch. Und hier haben wir eine Kapelle. Moment mal, den Turm kenne ich. Also genau diese... Was zur Hölle? Achso. Also genau diese Etage hier könnt ihr euch mal merken. Die werden wir in ein paar hundert Folgen nochmal sehen. So. Falle im Altar. Würde ich dem Zwergen zutrauen. Sind das da Bierkrüge vor dem Altar? Ha. Na gut. Oh. Da war was drin, das aussah wie so ein Attributsbuch. Aber wir können es erstmal eine Weile lang nicht hinwagen. Oder Düne hier ihr brechen. Naja. Ja. Irgendwo anders lang? Ja, nein, vielleicht. Ich schicke mal Gerogon nach oben. Und wenn da irgendwas allzu gefährlich ist, läuft er einfach wieder runter. Mit seinen 7-Meilen-Stiefeln ist das ja kein Problem. So, hier ist noch ein Festsaal. Überall Kamine. Das war bestimmt ein richtig schöner Turm. Alles düster Schrecken. Ah, die können auch festhalten. Der sollte dann also nicht hier bleiben. Von seiner Armbrust. Taka, taka. Das ist natürlich auch unfair. Mit seinen 7-Meilen-Stiefeln weglaufen und immer. Zack. Hihihihihi. Ja, aber genau das wollte ich eigentlich nicht machen, weil meine Art von Paladin benutzt eigentlich keine Fernkampfwaffen. Das ist nur eine Notfalllösung. So, Immun ist aber immer noch. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. Ja, ist immer noch. Willkommen. Na gut. Dann warte ich jetzt mal im Zeitraffer, bis sie wieder normal wird und raste dann und melde mich dann wieder. So, Immun gehört wieder zu uns. Und wir haben das Buch mal eingesackt. Gucken wir doch mal. Leitfaden der Einsicht. Und der macht Weisheit. Ah, schön, schön. Aber hatten wir davon nicht schon einen? Ich verliere langsam ein wenig die Übersicht. Also als wir ihn generiert hatten, hat er 13. Ja, immer noch 13. Na gut. Aber jetzt hat er... Nein. Jetzt hat er 14. Schön, 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 schön. Das kommt wieder zurück. Und Immun darf man wieder vorlaufen. Also wir haben bisher Stärke, Konstitution, Charisma und Weisheit auf Gerogon bekommen. Das lässt sich doch sehen. Haben wir Stärke bekommen? Ne, Stärke nicht. Stärke hat er immer noch 15. Ja, Stärke wäre nicht schlecht. Ein bisschen mehr tragen ist immer gut. Ein Heiltrank, da geht es nach oben und unten. Gucken wir gleich mal kurz runter. Oder Gerogon guckt jetzt mal kurz runter, solange sie hier nach Fallen sucht. Obwohl hier drin ist nichts. Du kannst nicht durch Mauern gehen, Gerogon. Aber Düne hier steht im Weg. So. Schauen wir mal, ob das ein regulärer Weg nach unten ist. Ja. Genau wie der andere auch ein Weg nach unten war, den man aber eigentlich schon kannte. So, und alle Mann, wir gehen auch wieder zum Haupteingang. Zum Haupt, wie nennt sich das? Die Hauptwendeltreppe. So, wer fehlt? Immerhin. Hast du noch was zu sagen? Oh, an denen ich jetzt lieber ihr schon wieder? Was wollt ihr diesmal? Ich habe euch schon einmal gewarnt, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe einige der Rätsel unten gut im Griff. Und da kommt ihr und unterbrecht meine Gedanken.
Also ehrlich gesagt wollte ich einfach ein wenig von meinem Vermögen abgeben. Hier habt ihr etwas von dem, was ich bisher gefunden habe. 50 Goldstücke für eure Bemühungen. Soll das ein Trick sein? Ich versuche euch bei mir einzuschmeicheln, damit ich nicht zu sehr auf der Hut bin. Behaltet euer Gold und lasst mich arbeiten. 50 Goldstücke. Pah. Da habe ich ja mehr in Dullachs Graben aufgelesen. 50 Goldstücke. Also wirklich. Na gut, ein Versuch war es wert. Und geh rüber und guck vor. Ach, der war ja schon hier. Und hier war eigentlich ein düster Schrecken. Komm, düster, 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 düster. Wo hast du dich hin verkrochen? Da rein, schon mal suchen.